Ja, hier sieht man nochmal, dass wie die Ringe nicht aufgebaut von vorne und von hinten, wie das aussieht. Das Ganze hat eine Höhe insgesamt von über 2 Meter, also 2,30 Meter ungefähr. Eine Mindesthöhe ungefähr von, sagen wir mal, 60 cm ist das, wenn man das hier Ring hat. Hier sieht man nochmal die ganzen Einstellknöpfe und das alles, was ich gleich im Video erklären Ja, werde. ich wollte mal noch ein kleines Video machen von den Sweetie-Ringlicht, den 19 Zoll, was ich mir gekauft habe. Ja, ich habe das jetzt hier einfach schon angeschlossen und auch schon aufgebaut. Da sieht man es. Ja, wie man sehen kann, hatten wir das Display. Alles schön angeordnet, die Kelvinzahl, die Prozentzahl und hier auch die Anschlussart. Das kann man alles schön richtig ordentlich regulieren. Das gefällt mir am besten, muss ich sagen. Ich habe ja noch so ein anderes Ringlicht, was ich immer mal noch benutze. Und das ist ja nicht so, ja, wie man ja sehen kann, ist hier nochmal ein Regler. Sieht man jetzt im Halbdunkel nicht. Und da kann man das auch richtig prozentual alles ordentlich regeln. Das finde ich halt so klasse, weil manchmal ist es ja wirklich, dass für jetzt zwar jemanden, der die Bilder jetzt macht, paar Prozente schon machen schon viel aus, ja. Ich habe jetzt hier auf 100% hoch geschraubt, da sieht man das schon. Mache ich erstmal mal so runter auf 50. Ja. Und wenn man dann einfach nur auf den Drehknopf drauf drückt, dann kann man halt die Farbtemperatur einstellen. Das leuchtet dann auch, wie man sehen kann, verändert sich das auf 3000 Kelvin und dann kann man das hochschrauben ab 5500, das kommt ja ans Tageslicht oder Tageslichtlampen ran und bis 5800 Kelvin. Ja. Dadurch brauchen wir auch, hier sieht man noch mal, da brauchen wir auch dann nicht mehr wechseln. Das ist halt das Schöne, was mir besonders gefällt. Weil bei den meisten anderen sind halt so Ringe, die Plastikringe vorne, die Verschalung, die muss man dann immer wechseln und das fällt ja dann schon mal flach. Wie gesagt, das schaltet sich dann automatisch aus. Wenn blinken tut, kann man das dann in hunderten Schritten einstellen. Und das sieht man dann auch. Ab 3000 wird das halt gelblich, das Licht. Ja. Dann doch mal draufklicken, dann hat man halt wieder die Prozentzahl. Finde es einfach eine tolle Sache. Ja. So, ich mache mal einen kleinen Cut. Ja, hier sieht man nochmal die weiteren Knöpfe. Kann man dann noch die Kanäle einstellen und nur vorgefertigte Programme oder man kann sich das selbst noch einstellen. Ich will jetzt erstmal hier nochmal testen. Hier sieht man dann halt, wird es auf 50 hoch gemacht. Klickt man nochmal drauf, springt es auf 100 hoch. 50, 100. Ja, so, der nächste Knopf ist auch nochmal, weil das, ich denke mal, das ist Standard eingestellt. Dann springt das in 25er Schritten nach oben.
kriegen kann. 50, 100, 75, 100. Ja, wie gesagt, hier ist die Kelvinzahl und es verändert sich dann auch nochmal. Und hier ist halt nur die Prozente. Jetzt mal sehen, habe ich jetzt hier 3000. Ja, ich habe jetzt auf 3000. Wie gesagt, das kann man dann noch einstellen. Ja, hier daneben ist der Einsteckknopf. Dann gibt es hier noch einen Kanalknopf. Man kann sozusagen kann man halt nochmal das blinkt immer mal da drauf drückt und da kann man dann mehrere Lampen zusammenschalten und dann regulieren. Jetzt bis 1 bis 48 war das jetzt, war? Ja. Ja, genau. Da kann man die sozusagen zusammenschalten und dann kann man die einzeln, da kann man die dann zusammenregeln, wenn man jetzt mehr Lampen davon hat. Ja, hier sieht man auch nochmal den Drehknopf richtig. Wie schon gesagt, wenn man den hier drauf drückt, kann man dann die Farbtemperatur einstellen. Ja, das wackelt hier so ein bisschen. Aber das ist eigentlich normal. Ja, ich finde es eigentlich eine tolle Sache. Ja, hier oben sieht man noch den Blitzschuhhalter sozusagen. Da kann man dann die ganzen Aufsätze noch drauf schreiben. Mache ich gleich mal noch einen Cut. Ja. Ja, ich habe jetzt einfach hier nochmal die Digitalkamera drauf gemacht. Funktioniert wunderbar. Muss man einfach hier ein bisschen rumschrauben. Und das kann man dann hier unten fixieren. Mit so einer Drehschraube. Ja. Oh, ich habe hier nochmal das Handy-Stativ drauf geschraubt. Die Halterung, Stativ, die Handy-Halterung, wo man dann das Handy einschrauben kann, kann man dann alles nochmal drehen. Ja. In dem Paket war ja noch ein Klettverband mit drin. Mir ist jetzt aufgefallen, die Schnur zwischen dem Kabel und dem Trabo ist ziemlich kurz und ich denke einfach mal, dass man den Ding Cabo dann einfach hier ans Stativ machen kann. Ja, ich habe den jetzt einfach so, wie ich mir das gedacht habe, einfach hier mal dran gemacht und da sieht man, dass der relativ stabil ist. Und zumindest hängt er dann nicht in der Luft. Das andere Stromkabel, was hier reinkommt, das ist extrem lang. Und ich denke mal, dass das dafür gemacht ist. Also ich habe dazu jetzt auch nichts gefunden. Aber das ist einfach jetzt nochmal meine Vermutung. Ja, das war's heute von mir. Danke fürs Reinschauen. Ich wollte einfach nur mal hier so nochmal das ein bisschen vorstellen. Die SPD-Regelleuchte 19 Zoll.